Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit dem Modul Zeichnungsverwaltung ein neues Projekt anlegt. Im Grunde genommen ist die Zeichnungsverwaltung gekoppelt mit Helios, was das BDM-System der Firma ISD ist. Man kann sich hier eine sogenannte Ordnerstruktur aufbauen und darin die Projekte ablegen. Das Modul Zeichnungsmodul ist so aufgebaut, dass man alle Funktionen über HiCard steuern kann. Dazu möchte ich hier im ersten Video einfach nur ein neues Projekt anlegen. In Verwaltung BIM Ribbon beginne ich von ganz links. Das heißt, man sieht auch hier schon in dieser Leiste, kann ich hier alles zum Thema Projekte definieren. Das heißt, hier ein neues Projekt. Wenn ich dies eventuell nicht aktiviert habe, kann ich es hier damit aktivieren. Hier kann ich ein Projekt bearbeiten. Das wäre zum Kopieren eines Projektes mit aller Werkstättenzeichnungen und allen dazugehörigen Dokumenten. Und hier kann man ein Projekt bereinigen. Das heißt, hier können PDFs, welche nicht mehr erwünscht sind, oder Zeichnungen, die nicht mehr gebraucht werden, aus dem Projekt entfernt werden. Ich möchte hier einfach nur mal ein neues Projekt anlegen. Wenn ich dies hier aktiviere, komme ich auch bereits in die erste Maske. Diese Masken sind frei definierbar. Das heißt, ich kann diese Masken so aufbauen, wie ich das brauche oder benötige. Und dies wird hauptsächlich auf die Firma angepasst und in Kombination mit den Schriftköpfen erzeugt. Man muss sich so vorstellen, wenn ich hier in dieser Maske etwas eintrage, in diesem Fall die Projektattribute, dann werden diese alle vollautomatisch auf die Werkstättenzeichnungen oder Ansichtszeichnungen ins Schriftfeld geschrieben. Grundsätzlich gebe ich hier einfach mal eine Projektnummer an. Ich kann hier weiters noch die Zuordnung definieren, das heißt, das ist dieselbe Ordnerstruktur, welche man hier auch im Helios sieht, und kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte es hier in dieses Projekt reinlegen. Die Projekte können zum Beispiel auch Projekte 2020, 2019 oder nach dem Kunden hergerichtet werden. Ich wähle dies hier einfach aus. Man hat hier beliebige Felder, die man hier auswählen kann. Diese Felder kann man auch über den Attributeditor vorbelegen. Das heißt, ich kann hier meine häufigsten Werte auch schon vorbelegen, damit ich diese nicht jedes Mal schreiben muss. Man sieht hier, ich habe hier eine Vielzahl von Vorbelegungen bereits erzeugt. Ich kann natürlich hier auch Kundendaten definieren. Das heißt, hier können auch übers Helios Kundendaten eingetragen werden. Im Prinzip hier bei meiner Datenbank habe ich hier keine Kunden eingetragen. Das heißt, es ist hier einfach der Standardkunde, die ISD, welche ich hier auswählen kann. Dies kann ich dann auch für Bauherr, Statiker oder Architekt oder kann dies beliebig erweitern. Alle diese Daten können natürlich, so wie gesagt, auf Stücklisten, Zeichnungen ausgewertet werden. Hier habe ich noch den Haken Projekt aktivieren, weil ich möchte natürlich hier das Projekt gleich aktiviert haben und in dieses Projekt rein modellieren bzw. meine Zeichnungen und Dokumente definieren. Mit OK wurde mir dieses Projekt erzeugt. Dies kann ich hier auch im Helios kontrollieren, wenn ich hier meine Struktur aktualisiere, und man sieht hier sofort, dass ich hier dieses Projekt eingetragen habe. Wenn ich zum Beispiel fälschlicherweise etwas falsch eingetragen habe, könnte ich hier auch sagen, dass ich hier dieses auch noch editieren kann und meine Werte jederzeit ändern.